Vielleicht 10 Chilis? Oh nein! Mir macht selbst die eine hier Angst. Ihr habt meine Portion noch nicht gesehen. 100 Stück, du meine Güte. Hey, reißt euch zusammen. Wir können das schaffen. Gleich zeige ich es euch. Das war's auch schon. Oh nein! Ich habe mich zu früh gefreut. Monika, du bist an der Reihe. Yes. Wenn du darauf bestehst, Emma. Vor allem, weil ich eine gute Idee habe. Ich mache mir daraus ein Smoothie und trinke ihn schnell aus. Ich frage mich, was daraus wird. Auf Höchstgeschwindigkeit. Fertig. Stop. Warte, Monika, du hast was vergessen. Na also, guten Appetit. Dieser Schirm ist keine wirkliche Hilfe. Das machst du schnell, bravo. Hier kommt das Feuer. Oh nein, der kleine Schirm brennt. Eine echte Feuershow, Monika, cool. Betty, du bist dran. Wieso musstest du das sagen, Emma? Komm schon, ich glaube an dich. Mach den Mund auf. Und noch eine Chili. Und noch eine. Und noch eine. Das reicht. Scheint, als hätte ich es ein bisschen übertrieben. Wie peinlich. Willst du mehr davon? Danke, Emma, ich bin satt. Den Rest kannst du haben. Ach, wie sauer. Ich kann nicht hinschauen. Mir wird ja schon vom Anblick schlecht. Betty, jetzt lach nicht. Fang an. Ich glaube, ich krieg einen Krampf. Das Lachen ist dir ja schnell vergangen. Monika, jetzt bist du dran. Mädels, schaut mal, da fliegt was. Ah nein, dort hinten. Wo ist es? Eingefallen. Das schmeiße ich schnell weg. Was war das? Limetten? Das war sauer. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich glaube, ich weiß, wo das herkommt. Ich check's mal. Ich glaube, du hast da was verloren. Bitte sehr. Danke für den Aufwand. Danke, Susie. Ich will nicht mehr. Emma, ich will ja nichts sagen, aber du bist dran. Oh, der Saft ist viel zu sauer. Iss. Hier hast du noch Nachschlag. Betty, das hätte ich auch selber geschafft. Ich will auch mitmachen. Wegen euch habe ich mich in einen Zitronenbaum verwandelt. Steht dir? Schaut mal, das ist Kaugummi. Oh, gefällt mir. Wow. Schön. Hey, da ist noch was. Oh, die Größe gefällt mir noch mehr. Yes. Ich spüre, mich erwartet was Besonderes. Ich hatte recht. Was für ein riesiger Kaugummi. Dann lasst uns anfangen. Schmeckt nach Apfel. Gut.
Monika, hörst du mich? Das ist ein guter Moment. Oh no! Das ist was Hartes. Oh nein, eine Spinne! Entdeckung! Wirf doch nicht nach mir! Hauptsache, ich bin in Sicherheit. Ich hoffe, der Kaugummi hebt mir die Laune. Oh ja, mir geht's gleich viel, viel besser. Emma, ich freue mich so für Betty. Das war lecker. Ich bin mir sicher, dass mein Kaugummi noch besser sein wird. Schaut mal, wie viel ich davon habe. Schmeckt nach Ananas. Lecker. Emma, du platzt gleich. Mach dir keine Sorgen, ich bin in Ordnung. Seid ihr bereit, eine riesige Blase zu sehen? Dann passt mal auf. Das war cool, nicht wahr? Ich kann damit wie mit einem Ball spielen. Ich kann nicht stoppen. Komm mir nicht zu nah. Sorry, ich bin nicht schuld. Was für ein nettes Puppet. Zu schade, dass du nur eins hast. Besser als gar nichts. What? Emma hat Pech gehabt. Oh. Ich kann ihm nicht widerstehen. Ich möchte draufdrücken. Was ist das? Schokolade. Das heißt, ich kann das essen. Yeah! Betty, gib uns was ab. Zu spät, ich habe alles aufgegessen. Der Teller gehört auch mir. Ich habe nichts Besseres von dir erwartet. Vielleicht gib mir Monika was ab? Spinnst du? Scheint, als könnte man das nicht essen. Die waren echt. Oh, wie cool. Wow. Was hat sie vor? Wartet es ab, gleich seht ihr alles. Ein Zauberwürfel aus Poppets. Ist das nicht cool? Bravo. Ihr habt doch keine Ahnung. Ah, das ist wohl für mich. What? Hier kommt noch Nachschlag. Mehr, ich will mehr Poppets. Vielleicht kriege ich auch was ab. Ich wusste doch, dass ein Wunder passieren würde. Wow. Riecht gut. Das ist Fruchtgummi. Ich brauche den Würfel nicht mehr. Ich will was Süßes. Wartet, wartet, das ist meins. Finger weg. Ich gehe. Ja und? Hauptsache uns ist was geblieben. Und das nehme ich mit. Was für eine Größe. Meiner ist größer. Pappelapap, habt ihr das gesehen? Qualität ist, was zählt, nicht die Menge. Ich bin mir sicher, mein Burger wird mir auch gefallen. Lecker Schmecker. Ich verschlinge ihn ganz. Oh, den Belag hätte ich ja fast verloren. Na, endlich bin ich dran. Mann, diese Burger sind voll schwer. Ich brauche einen Spieß. Beziehungsweise ein Schwert. Was auch immer ich finden konnte. Hey, piek's mich nicht. Ich habe was Besseres vor. Burger am Spieß. Gute Idee. Eindeutig.
Das war's. Ich muss mich erstmal etwas aufwärmen. Das wird sicher nicht einfach. Was für ein tierischer Appetit. Das war erst der Anfang. Schau dir deinen Bauch an. Der ist ja voll weich. Also ich mag ihn. Hier kommt unser Essen. Super. Ich will als erster nachschauen, was mich erwartet. Wow, das ist ja Rittersport. 10 von 10 Punkten. Quadratisch, praktisch, gut. Ich liebe Schokolade mit Nüssen. Ich bin mir sicher, das wird mich nicht enttäuschen. Sieht einfach richtig gut aus. Toll. Oh, gib uns auch was ab. Ich hab nichts mehr übrig, sorry. Los, Mary, du bist dran. Bloß nicht das. Bloß kein stinkender Schimmelkäse. Oh, ich kann nicht atmen. Mach schon. Du was? Iss es. Los, Mary. Aber ich kann das nicht tun. Das sieht doch mega eklig aus. Wenn ich jetzt sterbe, dann wirst du dran schuld sein. Na komm schon, du musst dich zusammenreißen. Mach den Mund auf. Was tust du? Es gibt keinen Weg zurück. Das war's auch schon. Oh, mir ist schlecht. Hilfe. Igitt, das stinkt so sehr, dass ich keine Luft bekomme. Du hast recht, Monika, mir ist auch schlecht. Ah, ich habe mir was einfallen lassen. Die Wäscheklammer hilft total. Okay, der Gestank scheint sich ein bisschen gelegt zu haben. Mal sehen, was mich erwartet. Oh, wow, das sind ja Chips. Voll cool. Na, endlich mal eine gute Nachricht. Schauen wir mal rein. Wow, Monika, da hast du ja Glück gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Die sehen einfach perfekt aus. Ich wusste doch, dass rundes Essen mich nicht im Stich lassen würde. Moment mal, die sind ja gar nicht wirklich rund. Wobei, ich weiß, was ich da tun kann. Hä, was machst du da? Ich verstehe gar nichts. Ihr werdet's gleich sehen. Hä, wie ist das denn möglich? Das ist ein ganz einfacher Trick, Zack. Nein, nein, Finger weg. Diese Chips gehören mir alleine. Jetzt sind die wirklich rund. Also kann ich sie genießen. Die knuspern so schön. Was für ein Genuss. Monika, du hattest recht, die sind wirklich köstlich. Diesmal beginnst du, Monika. Ein Kaktus? Ich kann meinen Augen nicht trauen. Aber der ist doch voll stachelig. Wie soll ich den essen? Armes Ding. Pech gehabt. Aber da lässt sich nichts ändern. Überleg dir was. Oh Mann, der piekst ja total. Ich habe mir den Finger gestochen. Bist du jetzt zufrieden? Was soll ich tun? Ach so, ich habe eine Idee. Ich muss einfach die Stacheln loswerden. Oh, keine schlechte Idee, Monika. Das machst du ja gut. So, jetzt ist der Kaktus nicht mehr so furchteinflößend. Hey! Probieren wir mal. Okay, er ist zwar nicht mehr stachelig, aber ich kann nicht sagen, dass er irgendwie gut schmeckt oder so. Oh, voll eklig. Mir ist schlecht. Sorry, aber das war wirklich nicht zu ertragen. Monika, beeil dich. Ich kann dir gar nicht zuschauen. Das war's, ich bin fertig. Jetzt bist du dran, Zack. Oh wow, es ist ein Sandwich. Was für eine coole Überraschung. Ich hatte mir nämlich schon Sorgen gemacht. Oh yeah. Was könnte besser als dieses tolle quadratische Sandwich hier sein? Ich lege mir eine Serviette auf. Es wird Zeit für einen kleinen Imbiss. Ach ja, Besteck benutze ich auch noch dazu. Und jetzt das Wichtigste.
Soße. Ein Sandwich ohne Ketchup ist schließlich gar nichts. Das wird schön saftig. Sag mal schneller. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Siehst du, Monika, ich habe bereits angefangen. Mit dem Löffel zu schneiden ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Geht's dir gut? Wieso benutzt du einen Löffel statt einem Messer? Lass dir helfen. Mach schön den Mund auf. Was macht ihr? Ich wollte jeden Bissen genießen. Aber okay, es war trotzdem gut. Jetzt bist du dran, Mary. Okay. Eine Eiswaffel. Ich glaube, ich träume. Das ist ja köstlich. Einen Moment, sorry, Mary. Aber die Eiskugeln sind rund. Also gehören die mir. Wie lecker. Einfach fantastisch. Was machst du da, Monika? Schluss damit. Das ist mein Essen. Ich werde die Kugeln noch dreieckig machen. Wart mal ab. Wow, das Eis schmilzt und nimmt die Form eines Kegels an. Genau das war auch mein Plan, Zack. Jetzt gehört alles mir. Schmeckt's dir, Mary? Das ist einfach göttlich. Das beste Essen auf der Welt. Geizhals, bis mir das Eis geben können. Lass uns doch wenigstens was probieren. Sorry, aber es ist nichts mehr übrig geblieben. Nächste Runde, großartig. Wow, ein Burger. Ich habe mir nichts Besseres vorstellen können. Na, endlich mal so eine richtige Mahlzeit. Oh, ist der saftig. Ich liebe Burger. Oh, dieser saftige Belag. Wie lecker. Hey, Monika, wie isst du denn? Oh, eine Kakerlake, weil es hier so dreckig ist. Moment, da werde ich mir was einfallen lassen. Was ist das denn? Eine Kakerlake, Hilfe! Schafft sie raus! Monika, könntest du bitte beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein? Sorry, Mary, aber ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Ich habe Angst vor Kakerlaken. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Oh yeah, Kaugummi. Was hätte besser sein können? Schaut euch diese Form an. Ein perfektes Quadrat. Zeit ist zu probieren. Weg mit der Verpackung. Das war der perfekte Treffer. Voll cool, nicht wahr? Okay, du siehst jämmerlich aus. Ihr seid doch bloß neidisch. Seht ihr? Zwei Kaugummis. Beide gefangen. Sowas könnt ihr nicht. Wow, wie erstaunlich. Bravo, mir fehlen die Worte. Das war noch nicht alles. Lasst mich weitermachen. Ich werde all diese Kaugummis fangen. Ha? Voll cool, nicht wahr? Ihr habt gar nicht zugeschaut? Ihr habt richtig was verpasst. Moment, hier kommt die Kaugummiblase. Oh Mann. Ich wäre selber fast geplatzt. Moment, kurz durchatmen. Und ein zweiter Versuch. Na los! Oh Mann, ich habe ihn ausgespuckt. Okay, das war so geplant. Wie auch immer, du bist dran, Mary. Na endlich. Oh. Yeah, darauf habe ich gewartet. Nachos, die sind ja großartig. Ich liebe diese Dreiecke. Wie lecker. Das war's auch schon. Schau dir dein Gesicht an. Du hast ein dreieckiges Gesicht. Ja, schließlich habe ich ein Dreieck als Figur. Oh yeah, es gibt Pizza in dieser Runde. Was habt ihr? Ein Päckchen trockener Nudeln. Ich wollte was Besseres. Und ich habe ein Stück Erdbeertorte bekommen. Oh, wie süß. Da freue ich mich schon drauf. Ich fange auch sofort mit der Erdbeere hier an. Die ist nämlich auch dreieckig. Seht ihr das? Ja, voll toll. Komm mir nicht zu nah. Das ist meine Erdbeere. Voll lecker. Seht ihr das hier? Das bekommt ihr auch nicht. Hey, Mary, hör auf, uns zu ärgern. Zack, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Hier, könnt was haben. Ach, doch nicht. Das ist nicht lustig, Mary.
Da spielen wir nicht mit. Jetzt will ich die Torte probieren. Oh, ist die saftig und weich und süß und cremig. Ich liebe es. Hätte es uns was geben können? Sorry, aber ich habe leider nichts mehr übrig. Jetzt seid ihr dran. Wer ist dran? Ach ja, ich habe ja die Pizza hier. Da freue ich mich schon drauf. Moment, siehst du, das Stück ist dreieckig, also gehört es mir. Wie lecker. Mary, das ist nicht fair. Ich muss mir was einfallen lassen. Aha, ich habe eine Idee. Die Wurststücke sind rund, also gehören die definitiv mir. Voll köstlich, großartig. Ich liebe Salami. Gut, dass ich so viele Salami-Stücke auf meiner Pizza habe. Und noch ein Bissen. Okay, den Rest kannst du haben, Mary. Aber ich habe keine Lust auf Pizza ohne Salami. Nee. Vielen Dank. Ich bin satt. Jetzt bist du dran, Zack. Was wollt ihr sagen? Ach so, ihr meint wohl, dass ich meine Nudeln probieren soll. Die habe ich ja ganz vergessen. Scheint eine ganz schön große Menge zu sein. Ich probiere mal, die Packung zu öffnen. Boah, was ist denn hier passiert? Wieso ist alles explodiert? Zack, du hast die Tüte zerrissen. Jetzt sind wir alle voller Nudeln. Tut mir leid, das war ein Unfall. Das wollte ich nicht. Oh Mann, sowas habe ich echt nicht erwartet. Das kannst du laut sagen. Sieht nicht gerade toll aus. Aber das schmeckt besser, als ich gedacht habe. Mittlere Geschwindigkeit. Nicht schlecht für den Anfang. Glück gehabt. Wow. Mir geht's heute am besten. Oh nein, das ist Tabasco. Das wird sicher eine feurige Runde. Oh nein, ich glaube, ich krieg Fieber. Ew. Ich krieg Angst. Monika, jetzt bist du dran. Okay. Gut, aber zuerst muss ich mich vorbereiten. Das Tabasco kommt auf diese Löffel. What? Wieso machst du das? Das wird mir helfen, langsam, ganz langsam zu essen. Meine Körpertemperatur steigt langsam. Es wird immer heißer. Du armes Ding. Nein, jetzt brennt alles. Du brauchst ein kaltes Steak. Danke, mir geht's viel besser. Danke dir, Monika. Das Fleisch ist durch. Kate, vergiss dein Tabasco nicht. Und ihr sollt Freundinnen sein. Gleich wird was Schlimmes passieren. What? Oh je. Ich hab's geschafft. Hauptsache, ich explodiere nicht. Oder eben doch. Schaut euch unsere neuen Frisuren an. Ich bin die lahme Ente. Oh. Ich zeige euch endlich, was Geschwindigkeit ist. Was für tolle Bonbons. Stop. Nicht zu schnell, Mädels. Erstmal alles vermischen. Wow. Oh, sieht klasse aus. Ich will als erstes essen. Lecker Schmecker. Na los. Na los, wieso gehst du nicht ab? Ich werde nicht aufgeben. Ach, das hat wehgetan. Yeah. Gut gemacht. Und jetzt du, Kate.
Ich bin bereit, es zu probieren. Monika, du hattest recht. Das schmeckt super. Das kann eine Ewigkeit dauern. Aber nicht, wenn wir uns ein bisschen einmischen. Boah, wie sauer. Ich muss dringend den Mund waschen. Solange du das machst, esse ich was. Messt die Zeit. Ich esse schneller als ihr alle. Ha? Mary, wo willst du hin? What? Oh. Ich kann doch nicht alles stehen und liegen lassen. Ups. Aber ich werde es wohl machen müssen. Oh, es regnet Bonbons. Sieht toll aus. Oh. Ich habe mal wieder Glück gehabt. Und ich nicht. Okay. Chinesische Nudeln. Huh? Ich mag die. Mal sehen, wie du mit einem Stäbchen essen wirst. Seltsam. Hier fehlt doch eins. Aber ich bin mir sicher, dass ich das auch so schaffen werde. Ich habe mir so viel wie möglich geschnappt. Seht ihr? Es klappt. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Fertig, ihr seid dran. Klasse. Denn ich habe auch Hunger bekommen. Was ist mit meinen Stäbchen geworden? Freut euch nicht zu früh. Ich werde das trotzdem schaffen. Da werden wir wohl lange warten müssen. Na los, jetzt komm schon. Das wird nichts bringen. Na, ist doch schon besser als gar nichts. Lecker, Schmecker. Macht euch bereit. Ich zeige euch, wie das Profis machen. In ein paar Sekunden ist nichts mehr da. Wow, als hätte die mehrere Hände. Fertig. Mir ist schwindelig. Na, endlich habe ich auch mal Glück gehabt. Endlich kann ich alles schnell verschlingen. Wow. Oh, das sind ja saure Streifen. Nanans Zeug. Schaut, wie einfach das geht. Voll praktisch beim Essen. Ich bin begeistert. Wir lieben es. Ich bin fertig. Jetzt kommt ihr dran. Wie du meinst. Mit Erdbeergeschmack. Lecker. Und so sauer. Wann ist das endlich zu Ende? Der müssen wir ein bisschen nachhelfen. Mary, gut gemacht. Monika, gute Arbeit. Ich will das mindestens genauso gut schaffen. Na dann mal los. Boah, was für eine Geschwindigkeit. Jahrelanges Training zahlt nun aus. Sorry, hier hätte es ja fast einen Brand gegeben. Hurra, endlich Höchstgeschwindigkeit. Mary und ich bleiben Outsider. Yeah, wenn das mal kein Glücksfall ist. Ich frage mich, wie die Dinger schmecken. Oh, die haben sogar Füllung. Die kippe ich in die Tasse.
Jetzt kann ich sie so richtig genießen. Das war eine coole Idee. Das war super. Jetzt bist du dran. Na wartet, ich werde es mir gut gehen lassen. Ich habe auch eine Idee, wie ich das bewältigen kann. Ich stelle in jede Flasche einen kleinen Strohhalm. Ist doch klasse. Die Runde hat so richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich euch übertreffen kann, aber ich werde es versuchen. Das kann eine Weile dauern. Ein Tropfen und noch ein Tropfen. Ich habe Zeit. Da muss ich eingreifen. Mit ein bisschen Tabasco sollte es schneller gehen. Und jetzt die nächste Flasche. Mach dich gefasst. Das brennt. Ich bin's mal wieder. Also, ich kann nicht sagen, dass ich mich darüber freue. Ich auch nicht besonders. Süße Gels. Ich nehme mir das Blaue. Und ich das Grüne. Ich bin mir sicher, das schmeckt am besten. Oh ja, der Geschmack macht mich ganz verrückt. Zu schade, dass das schon alles war. Gut, dass ich mir Zeit lassen kann. Oh, was für eine schöne Spirale. Danke, ich habe mir Mühe gegeben. Was für ein Wurf. Okay, dann mal los. Dieses Gel versetzt mich in Trance. Hey Kate, wach auf. Okay, lass dir helfen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Dieses Gel schmeckt aber gut. Monika, du bist dran. Okay. Das werde ich in Nu verschlingen. Und diese Wäscheklammer wird mir dabei helfen. Schaut her. Ah, wie lecker. Klasse. Es hat meiner Meinung nach gut geklappt. Ich bin doch ein Genie, oder? Eindeutig. Bin ich endlich die Glückliche? Wow! Na, ich aber auch. Ich nicht wirklich. Oh, das sieht mies für uns alle aus. Oh, no. Ich hasse Stinkekäse. Selbst von dem Anblick wird mir schlecht. Und von dem Geruch erst. Aber ich werde ihn trotzdem probieren müssen. Gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Aber das war hart. Ich brauche dringend was für frischen Atem. Huch, na endlich. Also nee, das hat nicht wirklich geholfen. Ich weiß, wie ich diesen Geschmack ein bisschen verbessern kann. Wow! Oh, das sind ja Häppchen. Perfekt. Einverstanden. Aber der Käse schmeckt trotzdem mies. Aber was kann ich da tun? Ich werde alles aufessen müssen. Das ist das Ekligste, was ich je gegessen habe. Was ist mit der denn passiert? Jetzt habe ich Angst, das Ding zu probieren. Vielleicht kann ja Honig die Situation retten. Hm,
Mal sehen, ob mein Plan funktioniert. Nicht wirklich. Ah. Aber ohne Honig wäre es schlimmer gewesen. Kate, halte durch. Ich brauche noch mehr Honig. Na also, viel besser. Wir haben es geschafft, Mary. Ich glaube, wir kriegen Essen. Oh nein, bloß keine Chili. Das wird sicher feurig. Eindeutig. Dann fangen wir mal an. Eine Schote und ganz viel Spaghetti. Ich hoffe, das wird nicht schlecht. Oh mein Gott, oh je, mir wird schlecht. Jetzt kann ich den Rest essen. Wenn Mary das geschafft hat, muss ich es sicher auch schaffen. Andy, was bist du so tollpatschig? Alles wegen der Chili. Meine Nerven spielen verrückt. Was wird dann wohl mit mir passieren? Okay, je schneller ich anfange, desto schneller bin ich fertig. Das brennt! Gut, dass ich stets einen Feuerlöscher mit habe. Na also, das Feuer ist gelöscht. Danke, Andy. Und jetzt Schaumparty feiern? Ich hab schon wieder nichts. What's up? Wow! What? Mary, wieso kriege ich bloß einen Donut? Weil ich die 100 Stück bekommen habe. Das ist nicht fair. Hier ist doch fast nichts da. Das habe ich ihn nur aufgegessen. Und fertig bist du mit der Runde. Jetzt ist Jess an der Reihe. Was machst du? Ich überlege mir, mit welchem Donut ich beginnen soll. Oh, ich habe mir in den Finger gebissen. Oh. Hättest langsamer essen müssen. Und jetzt bin ich an der Reihe. Oh, mit den Dingern lässt es sich gut jonglieren. Ich probier mal. Pass auf, Mary. Sei doch vorsichtiger. Schau, was du angerichtet hast. Sorry. What? Was sollen wir mit dem Luftballon anfangen? Wow, da sind Chupa Chups drin. Wow. Klasse. Hey, voll lecker. Ah, meine Zähne. Ich will auch einen Lutscher. Gib den Stiel mal her. Gleich mehrere. Voila. Das müsste es um einiges bequemer machen. Oh, so viele verschiedene Geschmäcker. Und jetzt ich. Wow. Oh, wow, du hast am meisten bekommen. Eine ganze Schüssel. Darin kann ich schwimmen gehen. Oh, gute Idee. Kommt, wir wünschen uns was Leckeres. Es hat geklappt. Schokolade. Glück gehabt. Ich kann nicht genug davon bekommen. Oh, ich habe so viel Schokolade. Ich weiß auch schon, was ich daraus machen will. Das kommt in die Mikrowelle. Muss fertig sein. Eine ganze Schüssel heißer Schokolade. Hier fehlt nur noch ein Strohhalm. Einfach himmlisch.
Und mit harter Schokolade erst. Ist ja cool. So, ich bin satt. Schaut euch das mal an. Wow. Das sind 100 Schokotafeln. Ein wahrer Schatz. Daraus will ich einen Turm bauen. Na los, los, los. Sieht beeindruckend aus. Yeah. Einverstanden. Zeit, das zu essen. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dir helfe, oder? Mary, du hast alles kaputt gemacht. Ja. Wobei, wie auch immer. Hauptsache, es schmeckt. Ich frage mich, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf hier drücke. Yeah. Cola, klasse. Ich kann sie nicht öffnen. Oh nein, jetzt ist das Ding auch noch kaputt gegangen. Und wenn ich eine Bohrmaschine benutze? Wieso fließt die Cola immer noch nicht? Oh nein, jetzt bin ich von Kopf bis Fuß nass. Ups. Oh, jetzt bin ich an der Reihe. Oh wow, so viele Dosen. Ich werde sicher einen Strohhalm brauchen. Oh. Geniale Erfindung, bravo. Genau, so kann ich gleich aus mehreren Dosen trinken. Geschafft. Und jetzt komme ich dran. Oh wow, eine ganze Wand aus Cola. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das will ich alles austrinken. Wow. Yeah. Noch ein paar Kleinigkeiten. Und es kann losgehen. Oh. Andy, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Eine Mentos-Packung. Mach dich gefasst. Oh, was ist hier los? Sorry, ich dachte nicht, dass das so enden würde. Pizza, wie klasse. Na, endlich werde ich satt. Aber hier kommt erstmal noch Käse hinzu. Na also. Und jetzt probieren. Lecker Schmecker. Ich habe auch nichts gegen Käse. Ich bin mir sicher, das wird meine Pizza noch besser machen. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Das ist tatsächlich voll lecker. Was für ein Riesenstück Käse. Da stellen wir auf Maximum. Meine Hand fällt gleich ab. Ich schlaf ein. Mary, ich glaube, das ist unsere Chance. Die müssen wir nutzen. Boah, so viel Käse. Das ist einfach fabelhaft. Hey, was ist los? Wo ist meine Pizza hin? Wow, Hot Dogs. Oh Mann, und ich habe nur einen kleinen Hot Dog. Oh. Mary hat ja einen ganzen Haufen. Na gut, das ist wohl einfach nicht meine Runde. Ich probiere eben das, was ich habe. Und das schmeckt gut. Ich will es auch probieren. Andy, bist du tollpatschig. Das ist nicht meine Schuld. Diese Würstchen sind so mega glitschig. Ich habe keinen Bock, dass mir meine Würstchen auch aus dem Brötchen flutschen. Wie soll ich das schaffen? Ich brauche ein größeres Brötchen. Viel bequemer. Und nichts fällt raus. So,
das letzte Stückchen. Bravo, was für ein Appetit. Wow, es gibt Pizza. Ich frage mich, was der Belag ist. Das riecht nach Schokolade. Riecht super. Und was hast du? Ich habe eine Kaugummi-Pizza. Ich bin mir sicher, die schmeckt besser als die Schokoladenpizza. Riecht übrigens klasse. So richtig süß. Ich liebe Kaugummi. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Ich bin verrückt nach dem Geschmack. Ja, das habe ich mir schon so gedacht. Du hast doch keine Ahnung von gutem Essen, Jess. Von der Pizza kann man sich ja gar nicht losreißen. Ich kann alles auf einmal aufessen. Wie toll, das ist der beste Kaugummi, den ich je probiert habe. Und jetzt mache ich eine Kaugummiblase. Wow! Oh, großartig, macht Spaß. Ich habe doch gesagt, ich weiß, wie man mit Essen umgeht. Übrigens, dieses Stück Pizza kann ich einfach aufrollen. Passt perfekt in den Mund. Hier ist noch ein bisschen was übrig. Ich will die letzten Momente genießen. An diese Pizza werde ich mich immer erinnern. Ich glaube, das war's schon. Verdammt, wieso ging das so schnell? Alle guten Dinge haben irgendwann ein Ende. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich bin mir sicher, die Schokopizza ist was ganz Besonderes. Lecker. Die würde ich auch gerne probieren. Wenn ich mir ein Stückchen nehme, wird Jess nichts bemerken. Ich bin mir sicher, die Pizza schmeckt sogar besser als die Kaugummi-Pizza. Hey, wo ist mein Essen hin? Monika, gib mir sofort die Pizza zurück. Aber ich wollte doch nur ein kleines Stückchen. Und ich kann dir den Rest meines Kaugummis geben. Nee, so ein Tausch ist nichts für mich. Der Kaugummi war bereits in deinem Mund. Wer hätte gedacht, dass du so zimperlich bist? Hör auf, mich abzulenken. Ich will noch meine Pizzastücke essen. Wenn du mir was abgibst, sind wir schneller fertig. Ich glaube, ich habe einen kleinen Plan. Ich werde die Pizza noch bekommen. Ich bin mir sicher, sowas erwartest du nicht. Was ist denn hier los? Wieso fliege ich hoch? Guten Flug, Jess. Ich habe Höhenangst. Hol mich bitte wieder zurück. Ich muss mich beeilen und die Pizza essen, bevor sie zurückkommt. Toll. Die ist ja köstlich. Ich glaube, ich mag Schokolade genauso sehr wie Kaugummi. Zergeht nur so auf der Zunge. Ich bin bereits im Weltall. Was kommt als nächstes? Oh je, das sind Aliens. Hilfe, ich komm zurück. Die Pizza war fantastisch. Ich bin satt geworden. Oh, Jess, komm zurück. Du hast recht, Monika, ich bin es. Wo ist meine Pizza hin? Hast du sie aufgegessen? Natürlich nicht. Ein riesiger Schokokeks, was für ein Glück. Riesiger Kaugummi, großartig. Wollte ich schon immer mal probieren. Der Tradition nach fange ich an. Oh Mann, ich kann mein Glück ja gar nicht fassen. Dieser Keks ist so hübsch. Ich will ihn gar nicht ruinieren. Aber der Drang, was Leckeres zu essen, überwiegt. So lecker. Und da ist auch noch eine milchige Füllung drin. Was für eine schöne Überraschung. Gut, dass wir in dieser Challenge gelandet sind. Ah, hier ist nur noch ein kleines Stückchen übrig. Mann, bin ich satt. Aber ich bereue nichts. Du bist ganz schön fett, Monika. Wirklich? Leg dich hin, das musst du erstmal verdauen. Ich bin fett. Was soll ich jetzt machen? Oh, ich habe eine Idee. Das wird dich wieder fit machen. Mann, das ist ja voll schwer. Oh, ich kann das nicht kaum heben. Hier, bitte sehr, Monika. Bist du dir sicher, dass mir das helfen wird? Ich bin es nicht gewohnt, schwere Dinge zu tragen. Oh nein. Die scheint ja wirklich nicht besonders sportlich zu sein. Bankdrücken schaffe ich doch noch. Schau mal. Ich hab's geschafft.
Das Ding ist mega leicht. Gefällt dir meine Figur? Gute Arbeit. Du kannst stolz auf dich sein. Jetzt bist du aber dran. Diese Aufgabe kann ich definitiv bewältigen. Mann, ist das lecker. Ich liebe diesen Kaugummi. Siehst du, ich habe bereits die Hälfte gegessen. Gutes Tempo. Das war's. Das war mega lecker. Du hast noch den zweiten Teil vergessen. Ups, sorry, ich wollte erst mal eine Blase machen. Jetzt hast du Kaugummi im Gesicht. Nicht mehr. Schade, dass ich den Rest wegwerfen muss. Oh, was zum Teufel ist das denn? Jemand hat meinen Kaugummi gestohlen. Monika, die Spuren führen direkt zu dir. Wieso musst du ständig mein Essen klauen? Ich werde dich fesseln müssen. Unsere Challenge läuft großartig. Ich genieße den Moment. Oh, willst du auch was vom Kaugummi? Kriegst du aber nicht. Aber du kannst mir glauben, der schmeckt super. Jess, mach nicht so große Kaugummiblasen. Oh, du steckst mitten in der Blase. Lass mich raus, bitte. Oh Mann. Jetzt bin ich auch noch voller Kaugummi. Aber das ist nicht das Schlimmste. Jess, wie geht es dir denn? Monika, hier gibt's nichts zum Lachen. Du siehst lustig aus. Wow, ein riesiger Eimer Nutella. Ich bin zufrieden. Mal sehen, was ich habe. Das ist eine Menge Kaugummi. Ein echtes Geschenk. Ich kann's kaum erwarten, die zu probieren. Schau mal, Monika. Ich könnte meinen Kopf darin ertrinken. Ich bin nicht besonders beeindruckt. Nutella, so Schokolade, großartig. Darin würde ich gerne baden. Das sieht verlockend aus. Oh Mann, ich habe keinen Löffel. Dann werde ich wohl mit den Händen essen müssen. Das schmeckt sogar besser so. Ich liebe es, Nutella von den Fingern zu lecken. Das ist doch total unhygienisch, Igitt. Du bist doch bloß neidisch auf mich. Sag es einfach. Hey, was soll das? Sorry, ich konnte nicht anders. Ich wollte auch was von der Nutella. Monika, wieso hast du das getan? Jetzt ist mein ganzes Gesicht voller Schokolade. Noch nicht? Jetzt aber. Ich hoffe, das ist genug, um dich fernzuhalten. Hast du mir ein Schnurrbart aufgemalt? Okay, ich könnte einfach spielen, als wäre ich ein Kätzchen. Gute Idee, ich stehe dir nicht im Weg. Übrigens, ich habe mir überlegt, was ich statt einem Löffel benutzen kann. Dieses Stäbchen ist auch schön praktisch. Was hast du vor? Wo willst du hin? Ich brauche dringend eine Gefriertruhe. Daraus mache ich mir nämlich Schokoeis. Das wird eine Weile dauern. Aber die Zeit ist es wert. Oh, die Zeit vergeht ja voll schnell. Okay, jetzt kann ich es wieder rausnehmen. Das sieht schön nach Eis aus. Zeig mal, was du da hast. Du musst etwas geduldiger sein. Schau, es hat bereits geklappt. Das ist mein Schokoeis am Stiel. Sieht doch wie ein Meisterwerk aus. Und dieser Geschmack. Was für ein cooler Plan. Ich bin selber absolut begeistert. Ich will auch mal lecken. Mmh, voll lecker. Hey, was erlaubst du dir, Jess? Das ist mein Eis. Keine große Sache. Was ist schon dabei? Ich kann mich gar nicht losreißen. Schade, dass ich nur noch so wenig übrig habe. Den Stiel brauche ich nicht mehr. Hey, hör auf, Müll zu verstreuen. Wenn du fertig bist, dann komme ich jetzt dran. Los geht's. Das wird sicher köstlich. Mal sehen, wie viel Kaugummi ich schaffe. Denk daran, du kannst immer um Hilfe bitten. Ich bin für dich da. Ich bin mir sicher, ich schaffe das auch selber. Das Wichtigste ist, nichts zu überstürzen und einfach den Moment genießen. Oh, das gefällt mir total. Diese Kaugummis sind mega toll. Aber mein Kiefer ist ein bisschen müde. Hey, du hast mich voll gemüllt.
Sorry, das habe ich ja gar nicht gesehen. Lass mich mal aufräumen. Eine Sekunde. Ich werde es mit dem Föhn abblasen. Oh, was für ein nettes Gefühl. Mein Haar flattert so schön im Wind. Siehst du, ich habe doch gesagt, kein Problem. Ich könnte doch den Föhn benutzen, um mir einen riesigen Kaugummi daraus zu machen. Interessanter Plan. Ein Versuch ist es wert. Ich hab's geschafft, Monika. Fantastisch. Schau mal, mein Kaugummi ist flüssig. Und wie wirst du ihn essen? Ich hab mir was überlegt. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich steck mir den Trichter in den Mund und du schüttest den Kaugummi da rein, okay? Monika, es klappt. Mach weiter so. Wir haben keinen Kaugummi mehr. Ich fühle mich irgendwie komisch. Als ob dich jemand aufblasen würde. Aha. Schau mal, eine Kaugummiblase. Jess, jetzt sind wir voller Kaugummi. Scheint, als hätte ich den kleinsten Teller. Aber da es Chili gibt, ist das gar nicht so schlecht. Die ist zwar klein, macht mir aber trotzdem Angst. Oh je. So scharf. Puh, gut, dass wir Wasser haben. Irgendetwas sagt mir, dass meine Portion nicht viel besser sein wird. Es gibt eine positive Seite. Die Chili passt gut zu meinem T-Shirt. Vielleicht kann ich die Schärfe ja mit genug Honig neutralisieren. Schön viel Honig. Voll cool. Wieso ist mir das nicht eingefallen? So weit, so gut. Aber es wird trotzdem scharf. Keine Sorge, hier ist noch Wasser. Danke, Jess. Ich bin geblieben. Also so eine Größe habe ich nicht erwartet. Ich kann nicht. Du hast aber keine Wahl. Na gut. Hoffentlich setzt mich das Ding nicht in Flammen. Oh, da wäre ich mir nicht sicher. Oh nein, wir haben auch kein Wasser mehr. Wir haben nur noch einen Feuerlöscher. Wer hätte gedacht, dass dieser Schaum so gut tun könnte? Danke, Mädels. Diesmal will ich Erste sein. Okay. KitKat, nicht schlecht. Aber wieso ist er so klein? Da brauche ich ja eine Lupe. Na gut, besser als gar nichts. Menno, das macht mich trotzdem voll traurig. Ich bin mir sicher, mein Riegel wird größer sein. Wow, gleich mehrere Stück. Betty, könntest du vielleicht teilen? Oh nein. Du hast auch nicht geteilt. Lecker. Aber doch zu wenig. Solange du beschäftigt bist, nehme ich mir von dir ein paar Stück. Emma, ich sehe alles. Du kannst aber nichts beweisen. Yeah, es hat geklappt. Wo sind meine Riegel hin? Hey! Ich hätte es aufmerksamer sein müssen. Sorry, Betty, die war nicht aufzuhalten. Menno, mir ist nichts geblieben. Loser. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, das ist mein KitKat. Ist der riesig. Ich wusste, dass Gerechtigkeit doch noch kommen würde. Hier werde ich eine echte Kettensäge gebrauchen. Geschafft. Und jetzt endlich probieren. Mmh.
Beide Hälften schmecken gut. Zu schade, dass sie bereits alle sind. Jess, du wirst eine Diät brauchen. Ich bin wieder Erste. Ein Hotdog kommt gerade richtig. Bin ich hungrig? Ich hoffe, an dem ist nichts falsch. Lecker, aber hier fehlt noch was. Ketchup. Jetzt nochmal probieren. Na also. Gute Idee. Ich will auch einen Hotdog. Oh, ist der groß. Der gefällt mir. Sieht ja super appetitlich aus. Emma hatte recht. Hier fehlt Ketchup. Ah, ich habe mir ins Gesicht gespritzt. Hättest vorsichtiger sein müssen. Jess, ich will deine Fehler nicht wiederholen. Wow, das nenne ich einen riesigen Hotdog. Ein echter Traum. Mann, das macht mich ja richtig neidisch. Ihr meint, mit Ketchup schmeckt's besser? Ich gebe schön viel hinzu. Aber zuerst in Hälften schneiden. Das riecht herrlich. Lecker Schmecker. Das läuft mir doch zu gut. Ich kippe etwas Tabasco hinzu. Oh, gute Idee, Jess. Betty, was sagst du jetzt? Schmeckt ja seltsam. Aber im Großen und Ganzen nicht schlecht. Jess, willst du was? Na gut, wie du meinst. Oh, ist das scharf. Du hättest das mit dem Tabasco sein lassen müssen. Na, endlich kann ich beginnen. Oh, sieht ganz schön gruselig aus. Damit könnte man Ping-Pong spielen. Naja, Hauptsache es schmeckt. Und jetzt bin ich dran. Oh, gleich mehrere Stück. Die schmecken alle gut. Jess, du ruinierst mir den Appetit. Sorry, Emma, das wollte ich nicht. Was ist mit mir? Du hast ein paar Augen mehr bekommen. Gut, dass das wieder vorbei ist. Hoffentlich passiert mir das nicht. Wow, was für ein Riesenauge. Das ist voll schwer. Emma, du machst uns Angst. Sorry, aber das macht doch Spaß. Oh nein, meine Zähne stecken fest. Ich krieg sie nicht raus. Ich falle. Aua, das tat weh. Ach, arme Betty. Ich bin wieder Erste. Hurra. Brokkoli? Fail. Ich will ihn aber nicht essen. Womit habe ich das nur verdient? Das muss sicher widerlich schmecken. Steht mir etwa dasselbe bevor? Oh nein, noch schlimmer. Aber es muss doch einen Ausweg geben. Ich hab's. Oh, wie schön. Betty, das ist für dich. Oh, wie nett, danke. Aber das ist doch Brokkoli.
no, no. Geschenke gibt man nicht zurück. Das gehört dir alleine. Ich will gar nicht wissen, was mich wohl erwartet. Oh nein. Ich hätte nie gedacht, dass Brokkoli so gigantisch sein könnte. Wünscht mir Glück. Das wirst du gebrauchen. Gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich mag ihn sogar. Jess, du verwandelst dich selber in Brokkoli. Jetzt haben wir eine Brokkoli-Freundin. Ich will was Süßes. Oh, Pralinen, wie nett. Sehen die gut aus. Wow. Nicht schlecht, freut mich für dich. Danke, Emma. Und jetzt ich. Oh, ist ja eine Schokokette. Wie verlockend. Vergiss es, Jess. Die gehört mir. Oh, das schmeckt so gut. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Oh, yeah. Du bist dran, Emma. Mehr? Das darf doch wohl nicht wahr sein. What? Auf dem Tisch ist nichts. Schau mal da, Emma. Oh, eine ganze Dose. Direkt vom Himmel. Ist das nicht schön? Ich wollte schon immer mal einen Bonbonregen erleben. Voll cool. Mädels, ich fang an. Oh nee, eine Limette. Ich hätte den Deckel am besten gar nicht erst hochgehoben. Ich schneide mir ein klitzekleines Stückchen ab. Boah, wie sauer. Ich kann mir das gar nicht ansehen. Jess hatte es noch gut. Ich habe gleich drei Limetten. Aber ich weiß, was zu tun ist. Jetzt pass mal auf. Was ist mit der los? Von nun an macht mir nichts mehr Angst. Oh, die Dinger sind ganz schön saftig. Yeah, ich hab's geschafft. Cool, so habe ich dich ja noch nie gesehen. Ich bin wohl geblieben. Die Menge könnte uns alle satt kriegen. Aber sie gehören alle dir alleine. Oh, ich habe auch schon einen Plan. Schau mal her. Ich presse mir daraus Saft. Und schön viel Zucker hinzugeben. Und jetzt durchmixen. Oh. Probieren. Sieht ja nett aus. Noch ein paar Eiswürfel und ein Strohhalm. Ah, den Hut hätte ich ja fast vergessen. Als wäre ich am Meer gelandet. Voll cool. Nächste Runde. Und Emma zieht schon wieder die Arschkarte. Scheint wohl nicht wirklich ihr Tag heute zu sein. Ein quadratisches Eis, eine runde Wassermelone und ein dreieckiges Stück Chili. Oh, ich muss mich dringend abkühlen. Ich brauche was von dem Eis. Ist das lecker? Endlich habe ich alle Kerne entfernt und kann es genießen. Mann, ist das scharf. Ein
zweiter Bissen. Okay, es wird langsam besser. Oh, Gott sei Dank. Oh, das ist nicht auszuhalten. Oh Mann, mein Gehirn ist eingefroren. Das ist unmöglich. Du hast nämlich kein Gehirn. Oh, Leute, ich bin wieder zurück. Obwohl, nein, ich glaube, ich warte erst mal. Oh Mann, schon wieder habe ich Pech gehabt. Nächste Runde und diesmal hat Andy Probleme. Ganz eindeutig. Lilly freut sich über ihren Burger. Emma über ihre Maischips. Nachos. Mann, Schnellnudeln. Und zwar trocken. Da kann man sich ja die Zähne brechen. Mein Burger ist so lecker und saftig. Er zergeht nur so auf der Zunge. Oh Mann, ich glaube, ich habe mein Gebiss verstaucht. Hilfe! Okay, gleich viel, viel besser. Was soll ich bloß damit anfangen? Geht's so vielleicht besser? Nein, ganz und gar nicht. Oh, ich liebe dich, du Burger. Noch ein Stück und noch eins. Und ihr kommt auch noch her. Und ich hab gewonnen. Wow! Na, endlich bin ich auch mal Sieger. Nächste Runde und wir haben Gleichstand. Eine Torte, Kekse und eine Zwiebel. Ich glaube, der Outsider ist offensichtlich. Lecker. Ich liebe Kekse. Oh mein Gott. Ich liebe diese Runde. Oh, ich habe eine Idee. Zu Emmas Lächeln fehlen ein paar Tränen. Einfach fantastisch. Oh ja, absolut fantastisch. Ih, was soll das denn? Lilly! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du wirst eh nichts beweisen können. Ich habe noch eine Idee. Ich weiß, wie man Zwiebeln essen kann, ohne zu weinen. Und jetzt schnell abtauchen. Genau so. Und noch mehr. Die Kekse sind alle und ich habe schon wieder gewonnen. Warum habe ich nur so gelitten? Mann, mir ging es auch nicht viel besser. Von nun an werde ich immer gewinnen. Ihr könnt jetzt gleich aufgeben. Hurra! Dann fangen wir mal an. Meine Lieblingskekse. Ich liebe euch so sehr. Frische Früchte sind immer was Schönes. Das werde ich genießen. Meine Lieblingskekse. Aufmachen und lecken. Und noch mehr lecken. Wie kann man Brot ohne alles essen? Das schmeckt doch ganz und gar nicht.
Schnell Gas geben. Hurra, ich habe gewonnen. Mann, du hast mir meinen Titel geklaut. Ich glaube, ich habe den Prozess so sehr genossen, dass ich vergessen habe, schnell zu sein. Aber was ist das denn? Was ist los? Ich habe vergessen, dass ich auf Früchte allergisch bin. Ich hätte langsamer sein müssen. Oh Mann, du hast tatsächlich deine Allergie vergessen. Nächste Runde. Lime, etwas Süßes und eine Karotte. Aber Emmy hat nichts dagegen. Sie hat nämlich keine Allergie auf Karotten. Wie ist das sauer? Meine Güte. Ich frage mich, wer sowas mag. Das ist ja unmachbar. Njam, njam, njam. Ich frage mich, wieso ich Karotten so sehr mag. Vielleicht war ich früher ja ein Hase. Oh, wie viel soll ich noch davon essen? Noch ein bisschen. Ich bin fast fertig. Ich brauche was Süßes. Vergiss es, Lilly. Andy wird dir sicher nichts abgeben. Und ich habe auch schon wieder gewonnen. Was? Das kann nicht sein. Ich habe doch alles aufgegessen. Schau, aber nicht ganz alles. Das hier hättest du nicht übrig lassen dürfen. Und was kriegen unsere Freunde diesmal? Wow! Lilly, einen Granatapfel, Schokolade für Andy und ein Brötchen für Emma. Scheint, als seien alle zufrieden. Sieht fabelhaft aus. Lecker Schmecker. Ich liebe Schokolade. Wie soll ich das hier aufkriegen? Ich werde noch verlieren. Ich muss Gas geben. Okay, noch schneller. Gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Sieht nach Gleichstand aus und Lilly verliert. Schau, wie das geht. Frisch gepresster Granatapfelsaft. Das ist das Beste, was du aus der Frucht machen kannst. Genieß es. Und der Geruch erst. Und der Geschmack. Danke, Andy. Scheinen alle zufrieden zu sein. Also geht's weiter. Sandwich. Passt perfekt, denn ich habe schon wieder Hunger bekommen. Ein Stück Salami, was hätte besser sein können? Ich frage mich, ob der Autor dieser Challenge weiß, dass ich Omelette hasse. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Gleich viel, viel besser. Was? Honig? Honig? Ich auch. Was ist los hier? Schmeckt das lecker. Na gut, dann probieren wir halt den Honig. Das ist wirklich seltsam. Also, so wirklich tut das nicht schmecken. Was für eine leckere Runde. Unsere Freunde freuen sich total. Ein Lutscher, Sushi und Schokolade. Was hätte besser sein können? Wow! Yeah! Der Kampf kann beginnen. Super Runde. Voll toll. Und das zweite Stäbchen? Okay, das schaffe ich auch so. Sieht aus wie ein Lutscher. Aber wen interessiert das schon? Ich glaube, in dieser Runde sind alle glücklich.
alle scheinen es zu genießen. Ich muss schneller lutschen. Oh nein, ich verliere. Wie konnte ich nur? Ich habe schon wieder verloren. Und wir sind im Finale angelangt. Was wird es diesmal sein? Ein Dessert vielleicht? Gummibärchen? Ein Gelee? Und Pizza. Wow! Die Runde ist ja noch cooler als die letzte. Und nur Andy scheint nicht zufrieden zu sein. Dann wollen wir mal... Ich frag mich, ob man Gelee überhaupt kauen kann. Gar nicht so schlecht. Und ich musste schon wieder was Scharfes bekommen. Schon wieder so viel Chili. Wieso gerade ich? Schneller, noch schneller. Kauen, 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 kauen. Diesmal will ich gewinnen. Ich könnte etwas Eis vertragen. Lilly, Emma, ihr braucht euch keine Mühe mehr zu geben. Wie hat er das geschafft? Oh Mann, all mein Leid war umsonst. Einen Applaus für den einzig wahren Sieger. Danke, danke, danke.